Morgenroutine Overbecks. Oh, bin ich noch müde. Jetzt erst mal ein Kaffee. Lecker. Jetzt muss ich mich erst mal fertig machen. Ich muss ja nachher gleich los zur Arbeit. So, dann gehe ich jetzt mal los. Ich bin aber noch müde. Jetzt esse ich erstmal eine Kleinigkeit und dann wecke ich die Kinder. Jetzt frühstücke ich erstmal. Lecker. Ein leckerer Apfel und ein guter Kaffee. Das ist genau das, was ich am Morgen brauche. Jetzt gehe ich erstmal ins Bad. Jetzt bin ich fertig. Jetzt wecke ich mal die Kinder. Die müssen ja nachher in den Kindergarten. Guten Morgen, Paul, Alex, aufstehen. Guten Morgen, Mia, du musst jetzt auch aufstehen. Du musst doch heute in die Krabbelgruppe. Also kommt, aufstehen, los. Ich muss jetzt noch die Brote für den Kindergarten machen. Mia, wach. Jetzt spielen. Ich will noch nicht aufstehen. Ich auch nicht. Wo bleiben denn jetzt die Kinder? Ich gehe noch mal nachschauen. Nicht, dass sie trödeln. Paul, Alex, ihr seid ja immer noch im Bett. Komm jetzt, aufstehen. Ah, Mia, du bist ja schon wach. Komm, wir gehen ins Bad. Nee, Mia, spielen. Nein, Mia, wir müssen uns jetzt fertig machen. Mia will spielen. Nein, Mia, wir müssen uns jetzt fertig machen. Wir sind schon echt spät dran. Komm jetzt bitte. Na, tut. Na also komm jetzt bitte mit ins Bad. Jungs, steht ja jetzt bitte auf. Wir kommen wirklich zu spät. Komm, Mia, wir gehen jetzt erstmal ins Bad. Das ist so doof. Ja, ich will noch gar nicht aufstehen. Ich auch nicht. Würde Levi viel lieber jetzt was spielen. Und du? Ich auch. Aber wir müssen ja jetzt in den Kindergarten. Ich habe aber keine Lust. Ja, aber trotzdem, Paul. Mama hat gesagt, wir müssen jetzt in den Kindergarten. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf. Ich nicht. Na komm, wir müssen jetzt runter. So, Mia, du bist jetzt schon mal fertig. Jetzt schaue ich noch mal nach deinen Brüdern. Jetzt frühstückt erstmal. Danach gehen wir ins Bad, Jungs. Mama, ich habe heute gar keine Lust auf den Kindergarten. Ja, aber wenn du erstmal dort bist, freust du dich bestimmt. Ich habe trotzdem keine Lust. Also ich freue mich eigentlich. Jetzt esst erstmal. Jetzt gehen wir erstmal ins Bad, Jungs. Okay. Jetzt gehen wir zu Mama. Okay. Seid jetzt alle fertig? Ja, Mama. Gut, dann gehen wir jetzt los. Mensch, wo ist denn jetzt der Autoschlüssel? Das gibt's ja gar nicht. Wo habe ich den denn hingetan? Wir müssen doch jetzt los. Kinder, habt ihr den Autoschlüssel gesehen? Nein. Wo ist der denn bloß? Ob Martin den hat? Aber da hätte er mir doch Bescheid gesagt. Was machen wir denn jetzt? Wir kommen doch sonst zu spät. Oh je. Wo hab ich den nur hingetan? Das gibt's doch gar nicht. Ach Mensch, was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch jetzt los. Wir kommen viel zu spät. Nochmal überlegen. Also, ich war gestern einkaufen gewesen mit dem Auto. Wo habe ich den Schlüssel danach hingetan? Ach, Mensch. Mama, guck mal! Mia, da ist ja der Autoschlüssel. Mensch, wie kommst du denn daran? Ach, Mano, wo war denn der? Der war hinter dem Kissen, Mama. Stimmt, wir hatten ja gestern Abend mit dem gespielt. Ach, Jungs, das hättet ihr mir doch gleich sagen müssen. Haben wir vergessen. Aber nun ja, immerhin ist der Schlüssel wieder da und wir können jetzt endlich los. Auf geht's! Was für ein Stress und das schon am frühen Morgen. Aber nun ja, immerhin ist der Autoschlüssel wieder da und wir können jetzt endlich los.
Auf geht's, Kinder. Wir müssen jetzt zum Kindergarten. Wir sind eh schon viel zu spät dran. Hallo, liebe Playmobil-Fans. Hat euch unsere Geschichte gefallen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dafür einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert uns doch bitte, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist natürlich kostenlos. Folgt uns natürlich auch auf unserem Instagram-Account unter Familie Hauser-Familie Oberbeck. Und dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und wir sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss!